Hey, Ron! Sleep low. Ron! Yeah, CJ. Hey, CJ, tell me why I didn't finish high school. Because you've been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Because you had put hands on that teacher for wearing baller colors. No, that ain't it either. It's because I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh, yeah. A genius. Oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? A man with a lot of guns? Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Let's go. Yeah. Go hit get the that way. Out my face. Go man. Hit the like, way. You don't fuck with oh, that, come on, man. Come on. Buster. Steigt so weiter in den Transporter und es ist so eine gute Idee, die Armee ausnehmen zu wollen. Das müssen wir unbedingt tun, vor allen Dingen mit einem Idioten wie Ryder, der komplett zugedröhnt ist. You think you can roll this van without killing us both? Hey Ryder, where we going? Ocean Docks. How we get this van? It wasn't outside when I came through. My homie LB, he like a what wonderful drive. Real dependable. Unlike some of you motherfuckers. Give it a rest, man. I lost my little brother, and now I lost my mom. Don't matter how much shit the city throw at you. CJ, you gotta stick by your homies. Yeah, I guess. So, ich glaube, wir müssen über die Brücke hier fahren, nicht wahr? Fahren wir doch mal hier hinten rum. Ich glaube, das sollte passen. War jetzt wahrscheinlich umständlicher, als es hätte sein müssen. Aber nun ja, was soll's. Die Kiste ist auch ein Traum, was so Beschleunigung angeht und sowas. Und wie sie hin und her hoppelt, wundervoll. Sind schon wieder irgendwelche Vagos unterwegs? Ich hab's doch gerade gehört. Naja, egal. Wir müssen jetzt aufpassen. Ich hab's in Erinnerung, dass die Mission nicht so schön war. Aber wir schauen mal, wir schauen mal. Bei meinem Glück derzeit kann das aber nur schief gehen. This is the spot. National Guard Depot. Man, this shit look real serious. Are we up for this? It's National Guard, fool. Weekend soldiers. Ain't no match for Grove Street OGs. Get in there and open the damn gate. Tolle Idee. Öffne das Zufallstor, indem du den Schalter auf der anderen Seite der Mauer schießt. Links oder rechts? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, mich sieht keiner. Oh, guten Tag. Entschuldigung. So, auf geht's. Nice job, CJ. Oh, guten Tag. Ist das okay, wenn ich sie erschieße, Herr Officer? Wo kommen eigentlich die ganzen Leute her hier? Hier war doch gerade noch kein Schwein. So. Machen wir das mal auf die gute alte Art und Weise. So. Oh Gott, da sind ja noch mehr. So, kurz in die Hocke. Und du noch. Oh, ich bin so gut. OG, man. OG. Na klar doch. Steig ein. So, wie steuert man das Ding? Gib mir mal eine Anweisung, wie man... Hallo? Num 2 und Num 8. Ja, danke schön. Na, das ist ja großartig. Okay, damit ist jetzt erstmal nichts mit Kamera, während ich hier hin und her mache. Das ist ganz toll. Okay, er packt es gleich automatisch rein. Das ist schön. So, müssen wir das halt mal so ein bisschen nach Gefühl machen hier. Dieses Ding hat so eine rotzige Steuerung. Ich erinnere mich. Ist das drauf? Sieht so aus. Ryder, kümmerst du dich um den Herrn da mit der Uniform?
Dankeschön. Ah, ja. Shit, CJ. Shit. Der schießt ja noch schlechter als ich. Ist ja Wahnsinn. Oh shit. Das war nichts. Jetzt. Ja, das sieht besser aus. So, rein damit. So. Die eine noch und dann müssen wir irgendwo draußen noch eine suchen gehen. Ich glaube, die liegen noch hinter dem Lagerhaus rum, die restlichen Kisten. Also, da liegen noch mehr Kisten, glaube ich. Wir müssen ja eh bloß noch eine reinholen dann. Kriegst du es hin, Ryder? Soll ich dich mal ganz kurz unterstützen? Okay, er hat es gerade hingekriegt. So, nehmen wir doch einfach die hier noch. Rein damit. Beziehungsweise drauf damit. Wir können auch gerne noch mehr machen. Also, bei mir passt das soweit. So. Haben wir's. Oh, wir müssen noch eine. Okay, ich dachte, wir wären jetzt schon fertig. Aber... Hui. Da macht er einen Abflug. So, dann nehmen wir doch einfach die hier. Die gute alte, ich fahre über meine Gegner drüber Methode, die funktioniert immer wieder. They crawling out the woodwork. Ja, ja, hol nicht rum. There's more outside. Ich weiß, ich weiß. Come on, CJ, we got enough. Jo, wir sind fertig. CJ, get up front, drive us out of here. Mad minute. Ist da gerade einer angeschlichen gekommen? Machen wir das mal so. Ist auch gut, Gott, jetzt fängt sie an zu stürmen, wie verrückt. Ist auch gut, dass die wirklich bloß mit Pistolen rumrennen, ne? Halt, 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 halt. Die nehmen wir natürlich noch mit, die Muni. Wir lassen nichts unverbraucht liegen. So, fahr zum Versteck in Willowfield. Und wir haben tatsächlich keine Bullen am Hals. Mensch. Damn, man, these idiots just don't give up. What's happening back there? These part-time soldiers got a chip on their shoulder. Nice rhymes, man. Hey, we real heavy. Toss some crates. Nein. All right, check it out. Lass es. Sound the horn, I throw a crate at him. Gut, wir hupen nicht. Wir kriegen das auch so hin. Ist ja eh gleich um die Ecke. Also ich weiß gar nicht, warum wir hier irgendwas hupen sollen. Denk jetzt nicht, dass ich hier hupe. Das sind die anderen. Mann. Fahr doch nicht geradeaus. Guten Tag, die Herren. Lassen Sie sich nicht stören. Ich gehe dann mal. Ich fahre dann mal hier lang. It mess with your mind. Whatever you say, fool. You don't know what's going on. And what that mean? I ain't listening to no more of your bullshit. We got the guns. You ain't no gangster, homie. You what, smooth? You don't want no trouble. I keep it real. You wouldn't know real if it came and hit you in your cheeks, homie. Which it could do if it gave you a hit first. I ain't listening to you, Carl. Ich weiß nicht, warum man jetzt hätte hupen sollen. Wir haben es geschafft. That shit was tight. Tight? Man, that shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. Du blöder Vollidiot. Ich mache hier deine Scheiße, die du dir ausdenkst, während du am Kiffen bist. Naja. Aber zumindest haben wir Ryder damit jetzt erstmal abgearbeitet. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall erstmal ein bisschen Leben tanken. Ich muss bloß gerade mal kurz Orientierung zurückgewinnen. Wo sind wir denn? Ach so, wir müssen hier über die Brücke, natürlich. Aber wenn ich schon mal hier bin... Ja, ja, hören Sie nicht rum. Habe ich das denn schon... Alter! Mr. Officer, übertreiben Sie es nicht. Okay, das habe ich schon übersprayt, das Tag. Aber ich habe sowieso keine Spraydose dabei. Von daher, who cares? So, stimmt, OG Log zeigt ja immer noch an, wo die Grove Street ist. Den lassen wir aber wirklich erstmal noch eine Weile da, wo er ist. Wir kümmern uns erstmal um alles andere. Also erstmal um Smoke, würde ich sagen, und dann um die Corps. Um die, ich glaube, das C steht für Crash Bullen und nicht für Corps. So, kurz speichern, um wieder Leben zu tanken. Wunderbar. Es ist wieder ein schöner Tag. Ein neuer wunderschöner Tag im lieblichen Los Santos. Die Vögel zwitschern, die Kugeln fliegen, Menschen sterben und keinen interessiert's. So, wieso? Ich muss mal ganz kurz... Moment. Lasst euch nicht stören. Ich muss mal ganz kurz in die Optionen gehen.
Oh Gott, wo ging das? Hier? Ja, tatsächlich. Radiosender, Radio aus. Wieso hält sich das Ding nicht dran? Frage ich mich gerade. Bitte lasst es auch auf aus. Hier ist immer wieder das Radio an. Achso, es kommt nichts drin, ne? Kann das sein? Mal kurz probieren. Ja, genau, stimmt. Das war es gewesen. Entschuldigung. Hätte ich mir sparen können. Es hat mich bloß immer irritiert, dass halt ein Radiosender oben... Hallo? Da steht. Was bist denn du jetzt? Achso, du wohnst hier. Entschuldigung, das tut mir leid. Habe ich dich abgedrängt. Naja, was soll's. So, Big Smoke. Mal schauen, was es bei dir wieder Schönes gibt. Running Dog. Unsere Freunde. Asshole. Yo, Carl, see you around. Fuck they doing over here anyway. Punk ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The game is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Mexico. I gots to go scoop her up. Alright then, come on. Ach, ich erinnere mich. Stark im Big Smokes Auto. Machen wir. Fahre Big Smoke zum Treffpunkt. Wenn du eine Waffe brauchst, begib dich zu Emmets Haus. Wir haben eigentlich genug. Aber es ist schon mal nett, dass man diesen Hinweis erhält. No reason. I just wanted to get in the carpool lane. Oh yeah. Yeah, man, just cool out, homie. Just chill. Your cousin coming here. From Mexico. Yeah, me and her go way back. Way back. Ah, Smoke, you full of shit. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. So. Hier sollten wir richtiger sein. Oh. Entschuldigung, Entschuldigung. Alles gut. Wir wollen doch mal sowas wie unfallfrei ankommen. Da sind wir auch schon. Na dann, wo ist unsere liebliche Cousine? Okay, my cousin Mary's in there. Sweet, sticky, bud fresh off the plantation. Here, pull up here, let me do the talk. Man, I should've known. Hey, excuse me, Jose. Yo soy el grando smokio, and I want that grass, comprende? Hey, fuck you, cabrón. What? Now that ain't nice. Coffee-o up El Guido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Oh, man, then get here. Fuck this, man. Fuck this. Get him, Smoke. Yeah, yeah, go get this shit now. Get him. What you talking about? Yeah, motherfucker, Big Smoke. Remember that name. Never fuck with a gangbanger. Okay. We gotta stick with him. Wie das halt so läuft. Stelle das Gangmitglied. Ich versuch's mal mit der Pistole. Mal sehen, ob das reicht. So, gut, dass wir ein bisschen trainiert haben zu rennen. Ich renne erstmal an denen hier kurz vorbei, bevor ich versuche, ihn zu stellen. So, und damit ist die Mission auch schon erledigt. Ein Traum. Respekt für uns. Mehr leider auch nicht. Kommt mir das nur so vor, oder sehen die mal aus wie Huren hier, die Frauen? Oh, hi! Ich habe mich gerade schon gewundert, wer schießt denn auf mich? Mir scheint, jemand hat mir den Reifen zerschossen. Mich deucht. Der Reifen ist platt. Was wird denn das, Typ? Belästige jemand anderen. Ohohoho! Nett! Der Zug hat's erledigt. Ich nehme mir dann mal die Munition, Mann. Ohohoho. Hier ist was los. Alter! Hier ist totales Chaos. Okay, wir fahren dann einfach mal über die Gleise davon. Mann, 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 Mann. Hier ist was los. Und das ohne, dass irgendein großartiger Anlass wäre, ne? So.
Schuld sind immer die Borders. Immer. So. Auf zu El Grando Smokio. Mal sehen, was er diesmal für uns hat. Ich gehe mal ganz kurz von der Kiste weg. Puff. So. Mit einem großen Knall geht's weiter zu Wrong Side of the Tracks. Hey, Carl. Keeping busy, I hope. You know me, Officer Tenpenny. Yeah, I know you, Carl. I know everything about you. Don't touch me, you pig hands. That's right, Carl. I got my eye on you. And? Like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker! What was that all about, baby? You tell me. Oh, hell, man. They got their nose in everything. Can't shit without Tenpenny taking an interest. The hell with him. Yeah, I guess. What's really up? Hey, thinking of taking a little ride. 3D mentioned a little something that might put us deeper in the game. Alright, I'm down. Die kriechen schon erstaunlich oft bei dir rum. Unity Station. Okay, fahr zur Unity Station. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft, was das für eine Mission ist. Und yay, unsere Fahrerskills haben sich erhöht. Wunderbar. Die kriechen schon erstaunlich oft bei ihm rum, muss ich sagen. Das ist schon ein bisschen verdächtig. So, und da es zu einer Station geht, fahren wir doch einfach mal über die Gleise. Da sind wir auch schon. What we looking for, Smoke? Some Vargas cats meeting some San Fierro reefer cutting some kind of deal. San Fierro? I thought northern Mexicans don't mix with Los Santos SAs. Shit, you got me. That look like them. Motherfuckers clocked us. We gotta get those fools. Welch ein Glück, dass hier ein Motorrad rumsteht. Schwingen wir uns drauf und holen uns die Buben. So. Du schießt, ja, das ist schön. Ab geht's. Ziel besser. Komm schon. Es ist nicht so einfach, die Geschwindigkeit mit dem Ding zu halten. Huch. Wer parkt denn da sein Auto auf den Schienen? Also ehrlich mal. So, wie viel hält der... Alter! Wie viel hält der Kollege denn noch so aus davon? Ja, ja, kein Problem. Wir sind doch schmal. Also ich zumindest. Du nicht so, aber ich schon. Was macht er denn? Komm, triff! Triff! Was tust du, Smoke? Muss ich nachhelfen? Oh, klasse. Na gut. Ey, ich will ja nicht meckern, aber Smoke, du bist so fett. Du bist so fett, dass die Karre nicht vorwärts kommt. Was ist denn mit dem Train? Wir sind noch gar nicht da unten. Könntest du schießen? Danke. Oh, fuck. Was ist passiert? Komm schnell drauf. CJ? Steig auf! Verdammt nochmal! Ich fass es nicht. Ich glaube, ich sollte mal mitschießen. Das wird doch sonst nichts hier. Kann ich überhaupt mitschießen? Nee, kann ich nicht. Stimmt, hier konnte man ja noch nicht selbst zielen, wenn man auf dem Gefährt sitzt. So, da war's was nach einer. Komm, kümmere dich drum, Smoke. Ich fahr ein Stück weg, dann geht's besser. Hoffe ich. Nein! Ernsthaft? All we had to do was follow the damn train, CJ. Smoke! Du dummes Stück Scheiße! Wenn du nicht in der Lage bist, die vier Typen zu erschießen, dann kann ich da auch nichts für. Dieser unfähige Fettklops. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir einen neuen Versuch starten. Smoke nah genug, um die Typen heranzubringen, dass er die auch erledigen kann. Bis gleich.